Zu Mode bin ich eigentlich eher zufällig gekommen. Ich habe eine Schneiderlehre gemacht und musste ein Praktikum machen und habe irgendwie nie gesucht und musste dann halt am Schluss noch nehmen, was es gab. Und das war so ein Möbelgeschäft in einer Näherei, aber. Und dann habe ich gemerkt, dass ich es eigentlich sehr gerne mache und habe mir dann eine Schneiderlehre gesucht und in der Lehre, also während der Lehre gemerkt, dass es eigentlich das ist und dass mich Mode aber auch interessiert, dass mich mehr interessiert, weiterzugehen, nicht nur das Praktische. Und dann habe ich mich beworben. Design hat ja sehr viel mit Ästhetik auch zu tun und dass das sehr persönlich basiert ist und auch mit wie du aufgewachsen bist und mit was für einer Umwelt. Und also für mich ich habe zum Beispiel jetzt im ersten Jahr Sachen gemacht, wo mir jetzt rückwirkend bewusst geworden ist, weshalb, aber dort wusste ich es eigentlich, war mir das noch nicht bewusst. Dass ich auch so Sachen wie aus ihrem Kontext lösen will oder so ihre klassischen konventionellen Codes entziehen will und sie wie neu zusammenbringen will und so eigentlich einen neuen Code oder meinen eigenen Code zu setzen. Am Anfang habe ich mehr gedacht, ja, ich muss oder man muss voll plakative Sachen machen, um irgendwie aufzufallen. Und jetzt finde ich eigentlich eher die Herausforderung im Feinen, im Detail, so wie mit subtilen Sachen etwas zu bewegen. Das finde ich eigentlich die größere Herausforderung. Und dass es dann trotzdem funktioniert. Ja, ich habe eigentlich bei vielen Kleidungsstücken, jetzt wie zum Beispiel einem Blazer, habe ich das Futter, also das Futter besteht jetzt eigentlich aus einer Art Trainerjacke, weil ich habe so wie eben das Futter umfunktioniert in eine Art Trainerjacke, aber drüber ist ein konventioneller Blazer eigentlich. Man sieht es dann erst, wenn man es genau anschaut. Es ging mir, also einerseits ging es mir um Bewegung und halt so die Typen im Alltag. Ich sehe die auch im. Es ist mir wichtig, dass meine Kleidung im Alltag tragbar ist und so vielseitig auch und dass sie funktioniert, dass es nicht irgendetwas ist, was man nur zu speziellen Anlässen anziehen kann. Und andererseits ging es mir darum, nicht so eine konventionelle Präsentation zu machen mit Ablauf irgendwie Film und dann etwas sagen und dann ein Walk von den Models, sondern ich wollte wirklich, dass es so ein bisschen frei ist und individuell auch. Ich möchte eben gerne mit meiner Mode Leute ansprechen, die sich eben nicht fügen wollen und so wie ihr eigenes Ding machen, aber auch das nicht bewusst oder so, also das nicht erzwingen wollen, sondern dass die wirklich einfach etwas anziehen, weil sie es mögen und weil sie sich wohlfühlen drin und nicht, weil sie irgendjemand identifizieren wollen. Ja, ich glaube, das ist eben die Herausforderung, dass du dir das selber erlaubst und auch die Herausforderung dir stellst, was Neues zu schaffen und nicht dich in vorgegebene Konventionen zu fügen. Thank you.